Heute werden in Flüriert die Juniorenmeister der U20 und U17 gekürt. Die Rückspiele der beiden Finalissimas sind live auf den Blick zu sehen. 15 Lions-Stürmer Joel Henry erzielte im ersten Spiel der U20 Endrunde ein Tor und eine Vorlage. Am Sonntag werden in Flüriert im Walde Traverse zwei Meister gekürt. Das Rückspiel der Finalissima findet sowohl für die U20 als auch für die U17 statt. Der Anfang macht die U17 Junioren. Die SCL Tigers besiegten gestern den EHC Biel mit 51. Das höchste Ergebnis hilft dem Team von Ex-Nati-Verteidiger Samuel Balmer jedoch nicht weiter. Denn im Rückspiel wehren sich die Siländer und gewinnen 41. Weil nun beide Mannschaften nach 60 Minuten einen Sieg haben, kommt es zur Verlängerung. Und da ist es neu, Tarchini, der Qualifikationssieger Biel, in der 64. Minute zum Meistertitel schießt. Bei der U20 gewannen die GCK Lions, die zahlreichen Spieler Profi-Erfahrung Quali-Dominator-Zug im Halbfinale 30 besiegten. Das erste Spiel gegen Lugano 2 und 50. Lions mit 4 Spielern mit NL-Erfahrung von den Juniorenmeister der letzten Jahre U20 2002 und 20 Zug 2015 Bern, U20 2002 und 20 Zug 2015 Bern mehr mit Marco Zanetti hat das Tessiner Team sogar einen Stürmer, der in den Playoffs der Profis eine Schlüsselrolle spielte. Auch in der Nationalliga kamen Abwehrspieler Nicolo Ugazzi sowie die Stürmer Riccardo Werder und Yves Stoffel für die Bianconeri ins Spiel. Zanetti brachte Lugano mit 10 in Führung, bevor Zürich dank Tori von Joel Henry, Stürmer der Schweizer Liga und U20, Nationalmannschaft Benjamin Quinn, Sebastian Steiner, Alessandro Segafredo und Daniel Olsson das Blatt wendet.